Hallo, willkommen zur nächsten Folge von Marvin und Philipp Adventskalender. Weihnachtskalender. Weihnachtskalender Map oder was auch immer. Ja, also Weihnachtskalender, aber halt in Minecraft. Okay. Ich bin auch wieder. I have fun. Ja, I have fun. Auch dabei. Dieser Typ da. Und ich darf heute den Knopf drücken. Ich darfst du das? Ach ja, genau, ich habe euch noch gar nicht. Das ist, bevor ich jetzt da reinschaue, kann ich euch noch dieses geile Ding zeigen. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Und zwar kann ich hier auf die Schilder klicken und kann damit wie bei einem Aufzug hoch und runter fahren. Das ist mein persönlicher, mein Aufzug-Favorit. Und dann kann man hier wieder zack. Das ist mit dem Levitation-Effekt, für den wir es interessiert. Sieht man im Winter. Levitation und der ist also Stand-Levitation. Dann kann man halt hier das wieder klären lassen. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Und hier ist eine Diamantschatzblade drin, Philipp. Das musst du erstmal, erst musst du die eine rausnehmen. Da musst du anfangen. Und zwar musst du die erstmal rausnehmen und dann anziehen und dann sag ich dir, wie es weitergeht. Boah, ich hab total versprochen. Ja, zieh's an. So, und jetzt probieren sie wieder auszuziehen. Geht nicht. Es passiert halt gar nichts. Okay, ja, genau. Gut, dann musst du jetzt. Ich gebe dir jetzt 2 Minuten Zeit und du probierst rauszufinden, wie man sie auszieht. Okay, das ist eine eigentlich nicht mehr schlechte Aufgabe. Problem ist halt, wenn man bei solchen Spielen. Man kann halt nicht. Da kann halt nur einer machen. Okay, go. Bei einer Minute gibt's einen Tipp. Einer Minute gibt's einen Tipp. Ich habe halt echt gar keinen Plan, muss ich halt schon mal. Hä, wo bist du hingelaufen? Ich jump hier auf den Häusern rum. Okay. Hä? Vor allem, ich kann sie nicht mal wegschiften. Es geht gar nicht. Oh. Das ist ganz schön hardcore. Oh, ich weiß jetzt schon wieder diese Leute, die Adventskalender angucken und sich dann denken, Junge. Alter, wie kann man so behindert sein? Das geht mir aber auch immer so. Ich denke so, oh nein, Alter. Aber jetzt, ich komme echt nicht drauf. Wie kann man dann nur nicht drauf kommen? Denken sie sich schon alle. Vor allem, sie hat gar keine Delability. ihr wisst, was ich meine, oder? Vor allem, sie kriegt mal gar keinen Schaden. Und ich kann sie echt nicht. Es passiert einfach gar nichts. Okay, warte, ich glaube, die Minute ist aber jetzt vorbei. Okay, also, du kriegst sie so los, indem du das machst, was Noobs immer passiert. Noobs passiert das relativ oft in Minecraft. So Neulinge. Noobs passiert es relativ oft? Mhm. Weil schon so Spieler, wo noch nicht so lange Minecraft gespielt haben. Das hat gar keinen Zusammenhang. Vor allem, es passiert einfach gar nichts. Ich kann auch nichts anderes im Inventar anklicken. Hä? Noobs? Ja. Die verwechseln Items oder vergessen zu springen. Hä? Vergessen zu springen. Dafür gibt es ja jetzt die Auto-Jump-Funktion. Ja, stimmt. Dafür gibt es die Auto-Jump. Das müssen sie eh nicht mehr machen. Außer wenn sie halt so Jump'n'Run springen wollen. Ja gut, die Minute ist leer, die 2 Minuten sind gleich vorbei. Hä? Das ist voll unfair. Okay, Philipp, Zeit ist vorbei und zwar, war's. Du musst einfach sterben. Du musst einfach sterben. Hä? Du hättest einfach sterben müssen. Oh, 10 Meter weg. Scheiße. Und ansonsten, oder du hättest natürlich auch, alternativ hättest du auch so lange springen können, bis sie kaputt geht. Dass ich auf mir abschießen lassen können, bis sie kaputt geht. Oh nein, Alter, hab ich gar so doof. Ja, das hätte echt drauf kommen können, vor allem, weil, warum soll sie nicht kaputt gehen? Ist ja nur verzaubert. Oder warum soll er sie nicht verlieren, wenn er stirbt? Oh, wenn ich mir nach dieses Video angucken werde, nein, bitte nicht. Naja, kann man nichts machen. Die kann man auf jeden Fall wegwerfen, weil die ist nämlich angebraucht. Dann, wenn man das nächstes Jahr nochmal spielen will, muss man die wieder kopieren. Aber vielleicht machen wir auch nächstes Jahr wieder neue Spieler. Das wird dann wieder mal so richtig krasses. Also das ist übrigens das Ding. Wen interessiert? Das war eigentlich richtig knapp. Also ich habe in letzter Sekunde nochmal die letzten Spiele zusammengekratzt. Also falls eins nicht funktionieren sollte oder so, dann tut mir das leid. Aber dann tut es Marvin nicht leid. Marvin nimmt 100% Verantwortung auf die Spiele. Also sobald ein Spiel nicht funktionieren wird, dürft ihr ihn zerstören. Ihr dürft ihn vernichten. Nein! Okay, also. Ihr habt ihn gehört, nein, Spaß. Also. Ja. Nein, also natürlich nicht. Natürlich also doch. Ja, auf jeden Fall, es war schon relativ klar. Aber, naja.
Wir kriegen das schon. Es hat ja dann doch noch geklappt. Und ja, ich denke, das war es dann jetzt für die Folge, ne? Willst du noch was sagen, Philipp? Nein. Ich möchte nichts mehr sagen. Ich möchte nur noch sagen: Ciao, Leute. Ciao.